Ja, ne, da haben wir mal die Tür geöffnet mit dem Schwert, was wir bekommen, was so Lord Phases gemacht wurde. Und ich bin gespannt, was passiert. Ich gehe davon aus, wir haben den Riesen gesehen, der auferweckt wurde. Deswegen wird er jetzt wahrscheinlich kommen. Es würde auch von dem Areal hier passen, weil es relativ offen ist. Ist nur eine Vermutung. Weil irgendwann musste er kommen. Okay, ich hatte recht. Indeed. And where is it bound, I wonder? I cannot but fear it will bring ruin wherever it treads. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Wie wir den am besten fighten. Obwohl, was ist denn überhaupt unsere Mission? Unsere Mission ist, übergib Phases die gestärkte Götterbannklinge. Warum soll ich die denn eigentlich geben? Looten. Ich hoffe, dass die Ruckler nicht da sind, wenn wir bei dem sind. Wäre echt cool. Wie funktioniert das Fliegen mit euch? Okay, das ist nicht gut. Oh, da liegt eine Marke. Oh nein. Hör auf, die zu killen. Okay, vielleicht sollten wir mal weitergehen. Also der hat die Brücke zerstört, oder wie? My word. What is that?
scheint wohl ein Riese zu sein, würde ich behaupten. Ein Steinriese, der warum auch immer aus dem Wasser gekommen ist. Das werden wir nie erfahren. Und der dampft wie eine Lokomotive. Gott, das machen die extra, oder? So viel Loot hier hinlegen. Vorhin, komm, lass ihn nochmal anhalten. Der möchte auch bestimmt looten. Gott, was würde ich für ein Reittier geben, ey. So viel laufen. Oh, da unten ist eine Kiste. Der dampft halt echt wie eine Lokomotive. It seems to me there are plenty of places our feet might find purchase on its hulking frame. Ah, wie soll ich denn da hinkommen? Erstmal können wir da unten am Fuß die Dinger kaputt machen. Macht doch gar nichts. Mein, was macht's denn? Steht einfach nur rum. Ich habe keinen Schimmer, was das Ding gerade gemacht hat. Konnte mich das treffen, Mann. Der hat doch die Mauer kaputt gemacht. Oh, Kiste. Was ist eigentlich dieses Buch Einfluss der Seele? Zauber wirkt, wenn Laser Magie nicht mächtig ist, wirkt die Zauberheiligkeit der bestimmte Schwächung heilt. Wirkt ein Schweigezauber. Okay, okay. Okay, das Ding ist schon mal Schrott. Oh, noch eine Kiste. Cheat. Cheat.
Schön macht er das. Immer schön rausschießen. Hä? Hat er die Ballista kaputt gespielt oder so? Oh mein Gott. Oh shit. Nice. Oh mein Gott, wir können wieder Lord Phases beobachten. Oh, hi. Hi, Wolfgar. Let my magics grant you an elemental boon. Wie viel haben wir dabei für Ausdauer? Ich hätte mal mehr mitnehmen sollen. Ausdauer 7. Ah, das ist auch für Gesundheit. Ausdauer. Ah, wir verbrauchen dann extrem viel von dem Kram, was wir gebrauchen könnten. Wie sieht's aus mit... Na, herstellen können wir nichts. Okay, das ist kaputt. Nice, nice. Das scheint ja auch gleich kaputt zu sein. Ich musste jetzt leider eine große nehmen. Ah, da unten hat er noch eine. Ich glitsche in seinem Kopf fest. Oh, das ist kaputt. Ah, hier ist noch einer.
ziemlich unspektakulärer Fight bisher, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach nur eine große Zielscheibe. Okay, jetzt müssen wir nach unten. Oh mein Gott, ich hab nicht frühzeitig gedrückt, deswegen wir nutzen einen. Nicht frühzeitig mein Schild gedrückt. Ärgerlich. War jetzt unnötig. Super unnötig. Es ist aber auch übelst clunky mit dem Schild, dass das funktioniert. Gott, wir verschwenden die ganzen guten Materialien. Komm, geh kaputt. Nicht gut. Ich habe keine Sachen mehr für Ausdauer. Das wird witzig. Wie soll ich da hinkommen? Und nu, was passiert jetzt? Fällt er nach oben? What the fuck? Komm, Wolfgar, mach das Ding jetzt kaputt. Mach es jetzt kaputt. Der hängt da immer noch. Ah, fuck. Hm.
Nein, nicht loslassen. Wolfgar, du bist super sinnfrei. Okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wo er noch so ein Ding hat. Wo hat er noch so ein Teil? Sein Auge eventuell. Okay. Also Scripted Death oder was? Heißt, wir haben alles kaputt gemacht, aber er musste bis hier vorne kommen, um zu sterben. Okay. Okay, verstehe. Verstehe. But when that counts, I imagined would be most beneficial in combat. Und jetzt müssen wir noch mega weit laufen, wahrscheinlich, um das Schwert abzuliefern. Obwohl, nee, nicht weit. Mal, geht's hier noch weiter? Also hätte der noch weiter laufen können von hier? Oder ist echt Scripted Death? Ne, hier geht's nicht weiter. Das wäre dann die Sackgasse gewesen. Verstehe. Sunset draws near. We shall have to rely on our other senses, as the darkness robs us of our sight. Also, wie gesagt, ich reflektiere das Ganze immer so zurück zum Trailer, wenn ich dann das Spiel spiele und manche Sachen so sehe. Wie gesagt, ich bin mit einigen Sachen echt zufrieden, mit einigen Sachen nicht. Ja, wo die Leute das im Trailer sehen, denke ich mal, sind viele so, wow, geil, cool, aber der Fight, weiß ich nicht, das war einfach nur ein paar Dinger zerschlagen. Der hat nicht mal was gemacht. Ich bin gestorben, weil ich gefallen bin und meine Schildfähigkeit nicht gedrückt habe. Also, Eigenverschulden. Seem the stone puppet has stopped. Have the wounded been tended to? Yes, my lord. Good. I trust you are prepared, Sovereign of Vermont. Will it really be all right? I'm not about to be charred, am I? Fear not. You are in no danger. Mm-hmm.
dragon shall be under my control when it appears. Come. Let us press onward. Egal, wir haben Lazarusstein verschwendet. Who cares? Bisher haben wir, glaube ich, 2 Stück benutzt im ganzen Playthrough. Einmal für den Drachen. Oh, habe ich da sogar 2 benutzt, um den zu besiegen? Was ist es? Something happened. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. Okay. 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 Entwickler sagt, bitte ausruhen. Sonst lasse ich dich nicht durch, aber ich bin eigentlich full life. Brauche nur mal einen High-Button drücken. Aber Entwickler sagt, rasten. Ist das die Inn, wo ich rein soll zum Rasten? Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst, was er mir gezeigt hat zum Ausruhen. Muss ich ehrlich gestehen. Wo hat er hingepointet? Wo hat er hingepointet? Oh mein Gott, Ressourcen. Ist das hier? Guck mal, was lag da noch? Ein Buch. Ein Büchlein. Sag mal, ihr wisst doch bestimmt den Weg, meine Pawns. Wo kann ich mich hier ausruhen? Nee, das ist falsch. Gott, wo hat der hingepointet im Dunkeln? Ich wollte hier runtergehen, aber er hat gesagt, ruh dich aus. Ist hier hinten was zum Ausruhen? Warte mal, wir können ja auch auf die Karte glotzen, oder? Nee, wird nichts angezeigt. Und hier rennen wir weg. Oh. Waren wir hier drin? Ich hab's vergessen. Ja, hier waren wir drin, nur die Karte deckt sich da nicht weiter auf. Und hier oben sind wir doch reingekommen, oder? Guck mal, hier sind wir reingekommen. Können wir eigentlich rausgehen da wieder? Erlaubt er mir das? Ja, das erlaubt er mir. Und da sind wohl Kobolde. Hier wird wahrscheinlich die Raststätte sein, oder? Ja, perfekt. Ich habe keinen Schimmer, wo die herkommen. I grant you fire's blaze. You beg pardon, but if you seek a bed, then if the coin is yours, no questions asked. Shall we get some rest then? Okay, jetzt dürfen wir aber den Drachen fighten, oder? Vielleicht sollten wir Sachen für Ausdauer mitnehmen. Lager verwalten, einlagern. Wir lagern den ganzen Bums hier ein, das hier nicht. Die Rohstoffe, Minotaurhorn waren das und das ist vom Schreck. Ja, okay, beides Minotaur. Verstehe. Steine haben wir eh nicht genug. Die Bücher brauchen wir eigentlich auch nicht.
Den Ring, was macht der nochmal? Gewicht, das maximal Gewicht der Ausrüstung, dass der Träger stemmen kann. Warte mal. Erhöht etwas der maximal. Etwas das maximale Gewicht. Okay. Verstehe. Ausrüstung. Ringe. Fertig, nice. Einlagern. Der kann dann raus. Das kann auch raus. No questions asked. Kombinieren. Können wir irgendwas zum Heilen? Immer noch nicht. Wir können Trockenobst machen. Aber können dann nichts zum Heilen machen. Ärgerlich. Dann behalten wir den Wisch halt hier drin. Jo. Ich glaube nicht, dass wir nochmal hierher kommen. Bezweifle ich. Dann gehen wir jetzt erst den Drachen fighten. Wenn überhaupt. Es wartet ein Drache und ne, jetzt sollen wir erst hingehen. Damit wir einen Savepunkt haben. Sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, das Game, ne? Sehr kurios. Okay. Oh, das geht bestimmt kaputt. Deswegen wird es uns gezeigt. Als könnte man hell sehen. Das finde ich so schlimm bei mir, auch wenn ich, ich gucke keine Horror-Movies, bin ich kein Fan von, aber wo meine Eltern Blair Witch geguckt hatten, habe ich mir das auch mal ein bisschen mit angeguckt und dann musste ich immer so kommentieren von wegen, und jetzt kommt gleich, der Moment, wo sie gezeigt wird oder so ein Schreckmoment. Es war halt immer passend, weil die meisten Horrorfilme oder so Projekte, wie auch immer, sind genau gleich aufgebaut. Das ist genauso wie Horrorspiele sind eigentlich immer nur, weiß nicht, viele schaffen es nicht, dass die Atmosphäre zu schaffen, dass es wirklich gruselig ist, sondern die setzen einfach nur auf laute Geräusche, immer laute Geräusche, so laut wie möglich, dass die Ohren platzen. Vielleicht ein Aufzug. Könnte ein Aufzug sein. Und wo jetzt lang? Okay, ich würde sagen, hier machen wir einen Stopp. Jetzt haben wir den Riesen gefightet, der so unfassbar heftig cool war. Und ich ihn eigentlich nur von seinen Stacheln beobachtet habe. Und der wahrscheinlich zu 100% auch an der Mauer gestorben wäre. Gehe ich von aus. Ich glaube nicht mal, dass man dann Game Over gehabt hätte. Ich gehe davon aus. Ja, und den haben wir jetzt hinter uns. Und jetzt sollen wir Lord Phases aufhalten. Oder was auch immer. Ich habe noch nicht verstanden, wofür wir das Blade haben. Außer jetzt die Tür zu öffnen und den Fahrstuhl zu kontrollieren. Sollen wir Lord Phases auffindig machen und ihn irgendwie das Schwert übergeben? Ich würde sagen, wir lassen uns überraschen, wie es weitergeht. Wie kurios und eigentlich witzig dieses Game wird. Weil ganz ehrlich, die Story ist einfach nur ein bisschen affig, aber ja, man muss ja nicht immer ernste Storys haben, denke ich. Von daher, schönen Dank fürs Zuschauen und bis dann.